Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir kümmern uns immer noch um die Ghule. Zwei sind anscheinend noch da. Einer ist im Boden versunken oder eine Etage tiefer, was wahrscheinlicher ist. Aluminiumdosen nehmen wir doch immer mit. Kaffeetasse nicht unbedingt. Aber hier diese Kochplatte. Ich glaube, auch in der Kochplatte ist etwas Kupfer. Preston schubst uns einfach zur Seite. Das können wir gar nicht mit ihm machen, oder? Vielleicht, wenn wir eine Powerrüstung anhaben auch. Ja, jetzt bin ich auch nicht so sicher, ob wir jetzt nach oben gehen sollen und uns erstmal um diesen legendären Ghoul mit Stern kümmern sollen. Ich glaube, das machen wir als erstes. Dann haben wir schon mal den Rücken soweit frei. Kühlmittel. Na gut. Nehmen wir mit. Ja, freier Rücken hat ja auch was. Oh. Das hat aber geknarrt. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Aluminiumdose, 38er Patrone und Tafelmesser. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Einmal im Kreis laufen für die Welt. Da oben ist eine Kiste drauf. Das heißt, wir müssen das Teil doch irgendwie starten können, und damit wir an die Kiste kommen. Oder müssen wir hier oben rüberklettern? Irgendwie. Ist das denn eine zum Einsammeln? Sieht so aus, ja. Da müsste irgendwas drin sein. Na gut, wir kümmern uns jetzt um den wilden Ghoul mit Stern. Oh. Hier sind wir rüber gerade. Und Preston hat es wahrscheinlich dann auch gerade noch so geschafft, bevor es dann zusammengebrochen ist. Okay, wir müssen ja jetzt. Eröffne das Feuer! Preston, hol deinen Hammer! Hol den Hammer! Ich sag nur, hol den Hammer, Preston! Hol den Hammer! Nein, er macht es nicht! Was hat er jetzt? Preston, dein Hammer ist Gold wert! Hier, ein Stimpack. Nee, kann ich dir gar nicht geben. Ha! Oh yeah! Kniekracher, mächtig, Kampf, Scharfschützengewehr! Super! Chance von 20% auf Verkrüppeln des Beins des Gegners. Aktuelle Mods, mächtiger Verschluss, aha, verlängerter, perforierter Lauf- und Rückstoßdämpferkolben, mittleres Schnelllademagazin, Aufklärungszielfernrohr und Schalldämpfer. Na gut, Schaden 51. Das kann was. Das nehmen wir mit. 45er Patrone und schicke Haarbürste. Da bekommen wir doch wieder Silber raus, wie immer. Und da unten strolcht noch einer unter dem Boden. Wahrscheinlich eine Etage tiefer. Mal sehen. Mhm. Aha. Waltec Lunchbox. Ah, und ein Tafellöffel. Was willst du damit? Das sage ich nicht. Nuka Cola Quantum. 308er Patrone und das war's. Naja, so viel war jetzt hier bei dem. Das hätte sich dann doch nicht. Hätten wir uns sparen können, den zu erledigen. Aber die Waffe war gut. Und jetzt geht es nach unten. Zu zweit haben wir den aber ganz gut hingekriegt. Ich meine, ich bin auch ganz schön verletzt. Na komm. Aha. Ölkanister, das ist schon mal gut. Werkzeugkoffer entsperren. Entschuldigung. Oh. Mhm. Das wär's. 308er Patrone, 44er Patrone, Kampfflinte, Kronkorken, Schrotpatrone und 44er Pistole. So schön. Kronkorken, Schraubenzieher und Malpinsel. Ah ja, Mentats. Nichts übersehen hier.
Ja, dumm gelaufen für ihn hier. Mit seinem Kopf unter der Kiste. Ja gut, wir können gar nicht anders. Wir müssen diesen Terminal hacken hier. Okay, wir haben nicht gespeichert. Und wir fangen mal von oben an. Trite, Liefes, Point. Nichts davon hat gepasst. Und hier ist doch eine Auf- und Zuklammer. Ah ja, das war sogar schon so eine gute. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Wörter, Fehleinträge noch rauskicken. Na komm schon, da sind doch noch mehr Klammern. Klammer auf, Klammer zu. Wo seid ihr? Hier. Da. Nichts weiter. Doch hier. Okay. Ja gut. Bis Point waren wir und wir haben danach jetzt noch drei. Ja gut, das müsste dann passen. Fargo. Und das letzte ist Image. Ja. Image war richtig, wunderbar. Protektron-Steuerung. Wir könnten den ja jetzt starten da drin, dann räumt der vielleicht mit den Ghoulen auf. Aber nein, wir übernehmen die Ghoule selbst und lassen den Protektron erstmal da drin. Also Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Okay, Türen werden geöffnet. Wunderbar. Und schleichenderweise, na gut, nehmen wir das ja auch noch mit. Was war das jetzt eigentlich? Luxbox? Irgendwas? Oh, First Aid ist schon mal gut. Stimpack und aufbereitetes Wasser. Lecker. Kronkorken und Schachtelzigaretten. Und, was ist das? Fusionskern. Aha, noch einer. Oh, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir hier wieder rausgehen, den Fusionskern von hinten mitzunehmen. Fusionskerne können wir ja doch immer gebrauchen. Für die Powerrüstungen zum Beispiel. Ich weiß nicht wofür noch, aber zum Beispiel Powerrüstung ist doch schon mal gut. Wie, und hier ist gar nichts. Doch, da schleicht doch einer. Nee, immer nach unten. Wir müssen nach unten. So viel tolle Sachen, günstiger Wunderkleber, na gut, aber so viele tolle Sachen sind hier gar nicht drin. Ja, vielleicht da oben. Nein, da war nichts drin. Da drin. Auch nicht. Hier drin. Komm, wo ist der Schatz? Kronkorken, 308er Patrone, 45er Patrone, 10mm Patrone und ein Jagdgewehr mit Plus dahinter. Ja, dann war das hier. Oder ich habe irgendwas übersehen. Er ist direkt bei der Arbeit gestorben. Fürchterlicher Tod. Es sei denn, man mag die Arbeit. Ich mag die Arbeit. Metalleimer, na gut. Aber irgendwie müsste man doch auch nach unten kommen dann. Hier anscheinend nicht. Ah, sehr gut. Wir haben ein Rätsel. Nein, ich glaube nicht. Da war noch eine Tür hinten in der Ecke. Da haben wir noch nicht geguckt. Ja, ach, hier geht's schon runter. Oh. Der ist schon tot. Kronkorken, vergoldetes Feuerzeug. Coca-Cola. Dieses Teil müssten wir doch jetzt irgendwie bedienen können. Irgendein Knopf, damit wir da oben an die Kiste kommen. Oder kann man da hochspringen vielleicht? Von hinten? Nein. Ich sehe schon, wahrscheinlich muss man tatsächlich irgendwie da oben hoch... Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich bin runtergefallen. Da oben hochklettern wollte ich sagen und dann von oben runterspringen muss man wahrscheinlich. Sagt bloß, ich komme hier nicht raus. Doch. Manchmal hilft es, wenn man da nicht mehr schleicht.
der Teddy hat es sich dort gemütlich gemacht. Ja, wir lassen ihm jetzt seine schönen Sachen, die er da hat. Er hat Fisch gegessen anscheinend. Witzig. Und Coca-Cola getrunken. Oder hat es vor? Schachtel Zigaretten. Da ist nichts. Ja, ging aber schneller jetzt mit dem Runterfallen. Noch so eine Tür. Ah ja, da hinten zappelt er. Mal gespannt, was es für ein Leuchtender wieder ist. Das hier können wir ja mal entsperren. Schon mal. Wenn wir schon mal hier sind. Sieh dir das mal an. Was denn? Du hast ein Fass entdeckt. Ich verstehe. Okay. 10 mm war das jetzt. 38er Patrone, verstellbarer Schraubenschlüssel, glaube ich zumindest. Kronkorken, 5 mm Patrone, Haarklammern, Klebeband, Sicherung. Okay. Nein! Oh, Entschuldigung. Scheint, als wären sie weg. Tja, Preston ist ja hammerhart mit seinem Hammer. Kronkorken, Fusionszelle und Plastikgabel. Preston ist super. Mit dem Hammer. Einkaufskorb, Wunderkleber, 308er Patrone und Fusionskern. Hier nicht. Aber hier, Superkleber, sehr gut. Malpinsel und Kombi-Schraubenschlüssel. Ja, den lassen wir liegen. Da gibt es, glaube ich, nur Stahl für, wenn ich mich nicht irre. Nekrotischer wilder Ghoul. Gibt's denn sowas? Ja, hier müssen wir jetzt aber noch irgendwas Gutes wissen. Oh, ja. Hey! Ich kann mich nicht so schnell bewegen gerade. Totenkopf, ich werd verrückt. Den hatten wir ja auch schon einmal. Einen mit Totenkopf mal. Aber ich glaube, selbst den kriegt Preston klein. Wir müssen nur in sicherer Entfernung stehen. Preston mit seinem Hammer. Wunderbar. Okay, dann erschießen wir den einen einfach. Warte mal. Eröffne das Feuer. Oh nein. Kann ich wohl auch so gut umgehen mit so einem Hammer-Ding? Kronkorken 556er und Spielzeug außerirdischer. Irgendwie haben diese alten Maschinen was Beeindruckendes an sich. Preston, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Nicht die schnellste hier. Ist das klasse. Ja, Preston, da ist noch einer für dich. Siehst du sie? Was? Ach Quatsch, damit nicht. Was machst du, Preston? Hättest du mal lieber deinen Hammer genommen. Dann würde es mir besser gehen. Naja, gut. Wir plündern noch den wilden Ghoul-Streuner und den wilden Ghoul. Den wilder Plünderer-Ghoul haben wir schon geplündert. Kronkorken hat er dabei, Fusionszellen haben wir alle und Spachtel. Verrottender wilder Ghoul, Kronkorken und Kickball. Nekrotischer wilder Ghoul, den hatten wir. Wo ist denn der? War das der verrottene wilde Ghoul, der mit Totenkopf? Ah, wir haben den ja nicht erledigt. Vielleicht sind deswegen keine guten Sachen da drin. Das könnte ja sein. Ach, ich renne hier immer mit Lampe rum die ganze Zeit schon. Lampe aus. Aluminiumdose, Blechdose, na gut, nehmen wir ausnahmsweise mal mit. Irgendwie können wir ja ziemlich viel tragen im Moment. Oh, Klebeband auf dem Glas. Okay, Kronkorken. Aluminiumdose, ich suche noch sowas wie Öl. Ein geheimnisvoller Raum, den wir in der nächsten Folge untersuchen werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.